Willkommen zurück in der Zukunft. Ich war in letzter Zeit etwas nachlässig mit meinen Videos, das wird sich aber wieder ändern. In meinen Shorts siehst du zum Beispiel ein paar Illustrationen von mir. Außerdem habe ich einen kleinen Shop aufgebaut, in dem du diese Illustrationen auch erwerben und damit dein eigenes Heim geschmackvoll einrichten kannst. Wie immer freue ich mich über einen kleinen Like und ein Abo, wenn dir dieses Video gefällt. Ohne weitere Umwege, hier nun aber ein etwas längeres Video, in dem ich zeige, wie ich das Gehäuse für den AnyCubic Mega Pro aus IKEA-Lacktischen baue und daran verzweifle, Plexiglas zu schneiden. Also, heute baue ich das Druckergehäuse für den AnyCubic aus Lacktischen zusammen. Ich habe mir hier Lacktische bestellt. Ich hoffe jedenfalls, dass da die Lacktische drin sind. Ja, das sieht gut aus. Ah ja. Es sind 3 Lacktische an der Zahl. Der Drucker selbst braucht nur 2 eigentlich, um ein Gehäuse zu haben. Aber da ich das Ganze eventuell noch etwas höher stellen möchte, habe ich direkt 3 bestellt. So. Die ganzen Zubehörteile, die 3D gedruckt werden müssen, befinden sich schon hinter mir. Und jetzt wird der Lack erstmal ausgepackt. So, als erstes benötige ich einen Akkuschrauber. Nein, ich brauche gar keinen Akkuschrauber. Die Anweisungen sagen, dass man gar nichts mit einem Akkuschrauber machen muss. Ja. Das sind einfach nur so Drehbits, die man hier rein dreht und dann mit den Füßen hier drauf dreht anscheinend. Ich habe schon seit Ewigkeiten keinen Lack mehr zusammengebaut. Mal sehen, ob das funktioniert. Bei Nummer 1 drin fehlen noch 3. Im Prinzip fehlen aber noch mehr. Denn insgesamt wären es ja mindestens 2 Tische, auf die ich hier aufbaue. Ich kann jetzt schon mal ein neues Werkzeug benutzen, das vor kurzem angekommen ist. Dann kann ich das hier so ein bisschen am Tisch festklemmen. Na. Ordentlich rein hier. Ich bin gespannt, ob das überhaupt ein spannendes Video wird am Ende. Meinen Lacktisch zusammenschrauben ist jetzt nicht die spannendste Sache. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das selber auf YouTube irgendwie angucken würde. Aber ihr seid hier. Ihr guckt mir gerade zu. Ja, der Tisch Nummer 1 ist fertig.
Und den zweiten Tisch baue ich jetzt mit einem kleinen Trick auf. Tada! Da ist der zweite. So, die Idee ist jetzt, dass diese beiden Lacktische quasi aufeinander gestapelt werden. So in etwa. Und damit das Ganze auch für den Drucker passt, kommen diese Füße an den jeweiligen Enden dazwischen. Und das Ganze ist so modular gestaltet, dass diese Füße hier auf entsprechende Sockel passen. Die Sockel werden auf diesen Tisch hier unten geschraubt und hier oben an die Beine dieses Tisches geschraubt, damit der etwas höher steht. Denn tatsächlich ist der AnyCubic zu hoch, um hier in diesen Zwischenraum zu passen. Und damit fange ich jetzt einmal an. So, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also die Dinger sind jetzt gesetzt. Die sind in der Position, in der sie sein müssen. Die oberen Parts haben passende Gegenstücke. So. Dieses... Habe ich das jetzt doppelt aufgedruckt? Oh nein. Das sieht so aus, als hätte ich einen Teil doppelt ausgedruckt. Das kommt auf jeden Fall dahin und das hier müsste hier hinkommen, aber hat hier eigentlich keine Kante. Ich schätze, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, da kann ich auch einfach, falls nötig, diese Kante hier absägen. Das werden wir dann später sehen. Ja, mal sehen. Jetzt die Frage, wie bekomme ich die Teile hier eigentlich auf den anderen Tisch drauf? Also mal sehen, der soll ja so hier drauf und dann müssen die jetzt durchgeschraubt werden. Ja. Tisch hier runter und dann drehe ich den so um. Dann müssen die Teile jetzt hier auch so hier da drauf, aber wie komme ich da rein? Kleines Update. Ich habe die Werkstatt ein bisschen umgebaut. Das hat sich ein bisschen eng dann jetzt doch angefühlt. Und so habe ich ein bisschen mehr Platz nach links und rechts und nach vorne und hinten und kann mich vor allen Dingen hier hinten einmal so ein bisschen bewegen. Das ist mir aufgefallen, als ich dann doch den Tisch jetzt zusammengebaut habe. Also noch ist es ja ein Tisch. Dass sich das Ganze dann doch ganz schön eng hier hinten anfühlt und eine Werkstatt, in der man sich nicht ordentlich bewegen kann, ist ein bisschen schwierig. Was vor allen Dingen spannend ist, ist, dass ich jetzt mein erstes Power-Tool auspacke. Das ist eine Säge, mit der ich nämlich später das Acryl sägen kann. Ja, was wohl? Oh, ihr habt gedacht, das war ein elegantes Unboxing.
Fehlanzeige. Gut, also, das hier ist eine Säge, die man an einen Tisch festmachen kann. Lasst mich euch auf die Reise zur Klemme mitnehmen. So, die ist nun hier angebracht und also ignoriert den ganzen Müll, der hier hinten liegt. So, jawohl. Das heißt, eigentlich sollte jetzt hier alles fertig sein und ich kann das Ganze einmal in Betrieb nehmen. Also, was ich mir vorgestellt habe und was jetzt auch erstmal so aussieht, als würde es funktionieren, ist, dass diese Tische hier oben so in etwa zusammengestellt werden. Damit habe ich eine gute Position, um an die Innereien des Druckers zu kommen, um Sachen rauszunehmen, um ihn zu warten. Das dürfte alles sehr gut funktionieren. Die Aufgabe ist nun, dieses ganze Gehäuse mit Plexiglas zu füllen. Das hier sind dabei die Gewinde, die Plexiglasscheibe halten. Fangen wir mit den oberen Plexiglashalterungen an. Ich glaube, das ist am leichtesten. Dafür brauche ich Schrauben. Ihr werdet euch fragen, warum hier kleine Stücke fehlen. Da hat der 3D-Druck einfach versagt. Und da ich glaube, dass die Stücke trotzdem funktional sind, habe ich die jetzt trotzdem verwendet. Das sind die oberen Türen. Einmal hier ran. Falls du jetzt das Gehäuse nachbauen möchtest, habe ich selbstverständlich den Link zum Singleverse-Projekt in die Videobeschreibung gepackt. So, das ist jedes Mal wie ein 3D-Puzzle, das man zusammensetzen muss. So, irgendwas stimmt nicht. Aber ich glaube, ich habe es einfach nur falsch zusammengesetzt. Das kommt hier. Ja. Was jetzt noch zu tun ist, ist diese Dinger hier quasi einzusetzen, Maße zu nehmen und dann alles zusammenzubauen. Nein, erstmal schneiden wir das Acryl. Dafür nehme ich jetzt die Maße von diesen Teilen hier und notiere mir das in mein Notizbuch. Hier kommen wir nun zu der Stelle, an der ich mit dem Plexiglas kämpfe. Die Schnitte sind nicht sonderlich gerade geworden und um das wieder auszugleichen, habe ich durchsichtige Klemmhefter aus den Schreibwarenladen benutzt. Thank you.
insgesamt will ich, glaube ich, mit diesem Video sagen, dass selbst wenn etwas mal schief geht, du am besten nicht aufgeben sollst. Am Ende kann man mit LED-Lichtern von den Fehlern wieder ablenken. Ja, genau, vermutlich sowas. Hey, er ist endlich fertig. Ich bin so froh, wie er jetzt aussieht. Das glaubt ihr gar nicht. Es war so ein langer Weg. Es ist bei dem Projekt eine ganze Menge schief gegangen, aber ich habe auch eine ganze Menge gelernt. Also von irgendwelchen Ecken, die ich hier abgesägt habe, weil ich die Teile falsch gedruckt habe, bis hin zum Acrylschneiden an und für sich. Ich glaube, das ist eine Sache, die werde ich wahrscheinlich nicht so schnell wieder machen, hoffentlich. Da bin ich echt froh, dass ich diese Klemmhefter, heißen sie, glaube ich, gefunden habe. Die passen ganz gut an die Ecken und kaschieren die doch sehr ungeraden Linien. Ich bin im Großen und Ganzen sehr, sehr glücklich darüber, wie es geworden ist. Es ist in etwa so, wie ich es geplant habe. Die Anleitung im Internet war nicht so leicht. Ich werde das Ding vermutlich auch noch mal ein bisschen erweitern. Zum Beispiel empfiehlt es sich wohl, hier oben einen Lüfter mit anzubringen und die Halterung für das Filament auch außerhalb der Box quasi zu lagern. Insgesamt, ich habe ihn schon ausprobiert, ist er deutlich leiser als in dieser komischen Plastikbox, die ich davor hatte. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn euch dieses Projekt auch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, euer Direktor.